Warte. Ich weiß jetzt noch nicht, ob das geil hier aussieht. Ne? Wahrscheinlich sieht das total beschissen aus und wir müssen es nochmal umbauen. Aber jetzt so fürs Erste, wir brauchen mehr Holz. Wie gesagt, hier hätte ich gerne eine Terrasse, weil wegen diesem Sonnenuntergang, das brauchen wir einfach. Das muss einfach. Hast du das aber auch dieses Küken... Warte, Moment, ein bisschen mal hochscrollen. Hast du das auch dieses Küken auf dem Boden zu Mus gestampft in Medieval Dynasty, weil das nicht lange genug im Spiel war? Tatsächlich war das relativ am Anfang vom Spiel und da konnte ich halt nichts für. Ich wusste ja nicht, dass man da zuschlägt mit, ne? Das war halt ärgerlich. Aber ich habe ja Jackie nicht umgebracht. Das war ja nicht ich, das war ja jemand anderes. Ich habe damit halt nichts zu tun. Also, ne, ich habe, ne? Ich meine, das Küken war halt ein Kollateralschaden, den hast du halt immer mal, ne? Das ist halt so ein, weiß ich nicht. Aber ich habe für die Folge Medieval Dynasty immerhin ein Like bekommen von wie hieß denn unsere vorherige Landwirtschaftsministerin? Die hat immer ein Like auf das Ding gegeben. War ein Küken, was weniger da war, ne? Ich weiß nicht mehr, wie... Julia Klöckner hieß die, genau. Julia Klöckler. Klöckner, Klöckler, keine Ahnung. Die hat der Folge ein Like gegeben, auf jeden Fall. So, ich geh mal hier. Ach, da ist der Sonnenuntergang schon vorbei. Schade. Gut. Wir müssen schnell sein, auf jeden Fall, wenn wir uns den Sonnenuntergang angucken wollen. Der ist sehr schnell vorbei. Wir müssen den Berg abtragen, damit wir den Sonnenuntergang länger sehen. Au. So. Wir sollten hier mal ein bisschen nachpflanzen, ne? Also es ist hier wirklich bald nichts mehr, das sieht kacke aus da. So. Pup. Was, wenn der Klöckner Glöckler war, der Gesichtsbremse? Ach so, ja stimmt, die Barbie-Puppe. Ja, okay. Easy. Wobei man ja auch hier sagen muss, wenn er sich drinnen wohlfühlt, ne, bitte. Wir haben heute Diversity Day, wenn er sich da drinnen wohlfühlt, bitte. Jedem das seine. By the end of the day, er muss damit leben, nicht wir müssen es. Haben wir hier schon einen Gesetz gehabt? Ich glaube nicht. Ne? Ist auch egal. Ja, eine mehr oder weniger, ja, Hauptsache Bäume. Wir dürfen noch nicht zu nah da dran setzen, weil sonst flackt ja gleich wieder alles weg. Können wir hier noch ein bisschen. Und da 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 noch ein bisschen. Wunderbar. Schön. Okay. Wie gesagt, anderen Boden brauchen wir auf jeden Fall noch, weil das sieht sonst alles so gleich aus. Das ist ganz fürchterlich. Kann steht Macher. Aber wir gehen gerade nochmal los und holen uns ein bisschen Holz. Oh, wir haben gleich keine. Was ist das hier? Okay, was? Wo geht's da hin? Nirgends. Cool. Gut, dass wir drüber gesprochen haben, gell? Ja, wir haben gleich keine Axt mehr. Das heißt, wir müssen gleich mal kurz rüber, glaube ich, und uns ein bisschen Eisen holen. Und eine neue Axt craften. Wo kennen diese Leute, die craften sagen? Würde ich auch gerne mal eine rein craften, ne? Huch. Ist der gerade neu gewachsen? Morgen dann wieder Simulatorabend. Ja, ich wüsste nicht, was wir sonst machen könnten. Dementsprechend. Klar. Könnte man schon machen. Ich weiß noch nicht, was wir genau spielen. Ne? Was für ein Simulator? Keine Ahnung. Ich meine, wir könnten theoretisch gesehen. Weiß ich nicht, ein paar Füchse in Medieval vermöbeln. Vielleicht tatsächlich mal wirklich eine Runde Foundation oder so. Keine Ahnung, wir gucken einfach mal. Morgen ist Mittwoch.
Ich glaube, der Erik ist morgen tatsächlich verhindert und kann morgen nicht. Deswegen gibt es wahrscheinlich morgen keinen Mittwoch. Ich weiß auch von nichts, ich weiß auch von keinem Mittwoch. Sollte es ihn morgen trotzdem geben, dann ist es halt spontan drin. Wolltest du nicht mal wieder ATS spielen? Ja, tatsächlich ja. Tatsächlich ja, tatsächlich ja. Wäre auch mal wieder ziemlich nice. Wir gucken einfach mal, was wir machen. Also morgen Abend wird es auf jeden Fall einen Stream geben. Was wir genau machen, das werden wir dann schauen einfach, ne? Das machen wir dann ganz entspannt. Zur Not auch spontan. Und ihr wisst ja, die spontanen Streams sind ja immer die besten. Wobei, warte mal, das kann man schon machen. Lass mich mal kurz gucken. Habe ich das ganze Holz jetzt wieder verbraten? Nee, habe ich nicht. Sehr gut. Ich meine, das kann man schon machen, theoretisch gesehen. Wie hoch bin ich jetzt hier? Eins, zwei, drei, vier. Pass mal auf. Mal gucken. Ich weiß jetzt noch nicht genau, wie es aussieht. Wir machen das jetzt mal so. Dann haben wir hier oben ein bisschen mehr Platz. Und dann probieren wir unten gleich mal was. Ach ja, ich habe keine Axt mehr, richtig, da war ja was. Eisen haben wir hier nicht. Ach ja, die gehen ja nicht mehr auf. Ich bin gleich wieder da, hier, ich bin gleich wieder. Wir haben hier mehr als genug Eisen, also daran soll es nicht scheitern. Hui. So. Axt. Pass auf. Nee, unten ist schon ganz gut. Wir werden wahrscheinlich noch mehr Holz brauchen. Da bin ich fast von überzeugt. Ich wollte mal kurz was probieren. Gucke, wie es aussieht. Gell? Das weiß ich nämlich jetzt noch nicht. Aber auch mal Google. Man kann aus Logs keine Treppen bauen. Ne? Das geht nicht. Richtig? Vielleicht hätte man sogar. Ah, warte mal. Ich baue die mal kurz ab. Ja, dachte ich mir nämlich. Da ist genau der Real Shit drin, den ich will. Genau. Den Lachs hätte ich nämlich gerne hier. Einfach mal schauen, wie das wirkt. Sehr abgehackt irgendwie, ne? Sehr abgehackt irgendwie. Vielleicht mit Treppen aus dem gleichen Holz. Habe ich die Treppen jetzt? Ach, das darf ich nicht. Elaurin 34. Dankeschön für 21 Monate. Vielen, vielen Dank. Fitzelchen, Dankeschön für 15 Monate. Moxo und Dankeschön für deinen neuen Prime Sub. Herzlich willkommen. Shira Luna 89, Dankeschön für 5 Monate. Tobi 506, Dankeschön für 26 Monate. Und Juna 26, Dankeschön auch an dich für 57 Monate. Ich werfe, sieht besser aus. Granit könnte auch passen.
Granit könnte auch passen. Wir haben noch nie was mit. Wir haben noch nie was mit Granit, glaube ich, gebaut. Ne? Wo ist denn das nochmal? Ist das das hier? Granit. Polierter Granit. Kann ich aus poliertem Granit Treppen machen? Aha. Machen wir mal so viel und gucken mal. Und machen wir nochmal. Aus dem normalen Granit. Mal welche. Und dann gucken wir einfach mal, ob das taucht. Karte weggeschmissen? Nee. Okay. 4. 1, 2, 3. Ja, das da. Der polierte Granit. Oder? Weil ich nicht weiß, da müssen wir halt irgendwo noch andere Granit-Akzente mit reinbringen. Glaube ich. Ich meine, das geht klar. Ich packe mal wieder hier rein. Zack. Das kommt zu den Treppen vor. Dann nehmen wir uns mal ein bisschen polierten Granit mit. Die könnte man auch theoretisch gesehen als Bau, also als Boden könnte man sogar theoretisch drüber nachdenken. Ne, warte, nehmen wir mal mit. Die lassen wir da. Das würde schon gehen. Als Boden. Aber machen wir erstmal da oben die Verkleidung. Ich weiß noch nicht, ob wir das so lassen. Ich habe keine Ahnung. Ich mach mal ein paar davon. Wir werden sie brauchen. Ah, look at me! I'm Kermit the Frog. So. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, hier werden wir das jetzt wahrscheinlich nie machen können, ne? Wir gehen erstmal schlafen. Aber da wird es wahrscheinlich irgendwie komisch aussehen, weil da ja jetzt die Terrasse hin soll, ne? Weil ich meine, theoretisch geht es trotzdem. Glaube ich. Hm. Ja, ich glaube, es geht trotzdem. Wir gucken mal. Mir setze mal Tuff den Schinke und dann selber ja was passiert. Gell? Aua. So. Hm, wunderschön. Das ist, wow. Pure Begeisterung. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Ich bin ganz ehrlich zu euch. Ich bin da noch ein bisschen unsicher. Danke für den wundervollen Stream, muss ins Bett. 35 Klingel der Wecker, schönen Abend noch. Lydia Blos, dankeschön fürs dabei sein, dankeschön für deinen Support, vielen, vielen Dank und schöne Nacht gewünscht an dieser Stelle. Schlaf gut. Wie sieht denn das aus? Dass man das quasi so als ne?
Nee, nee, nee. I don't like it. Oh. Verdammt. Warte mal. Sehr gut. Ja, wir setzen das mal dahin. Ich weiß nicht, ich bin, glaube ich, final, glaube ich, noch nicht zu 100% überzeugt davon. Aber wir setzen es mal hin und gucken da mal, wie es wirkt, wie es trägt, ob es trägt, ob es gut aussieht. Ich weiß es noch nicht. Ich meine, erstmal kann man das vielleicht so lassen. Haben wir genug Holz für Zäune? Also Sticks haben wir nicht, ne? Sticks? Sticks haben wir noch. Wo Sticks? Sieht's denn hier aus? Ach du Heilige. Oh boy. Ich pack den Lachs einfach erstmal rein, ne? Das ist, machen wir das hier auch mal weg. Das können wir oben hinsetzen. Wir machen einfach oben das Schlafzimmer hin, glaube ich. Oh. So. Hol mich runter, Tobias. Es ist mir eine Ehre, sie runterzuholen. Ich packe das erstmal da rein. Scheißegal wie. Achso. Plunk. Ach ja, die Sache mit dem Zaun, ne? Haben wir Holz? Vielleicht nicht unbedingt aus Tropenholz. Wir können auch das hier nehmen. Ob das reicht für die Zäune? Wahrscheinlich auf gar keinen Fall, ne? Nee. Das ist halt auch die spannende Frage, was für eine Farbe vom Zaun nehmen wir überhaupt? Was für Farbe nehmen wir? Wir müssen eigentlich fast schon eher Tropenzaun nehmen, ne? Geht nicht anders. Geht eigentlich nicht anders. Ich weiß nicht, warum mir bei Minecraft immer die Nase läuft, ne? Keine Ahnung. War das so? Nein. Nein. So. Doch, das müsste reichen. This must be enough. It's sogar a bit too much. Oh. Okay, wir haben kein Holz mehr. Ist gelogen. So. Was ist das eigentlich? So. Sag mal, das ist meine Maus, ne? Ich drücke einmal rechte Maustaste, er drückt zweimal. Das ist, das Ding fliegt in den Müll, ne? Ich sag dir das. Gut, das war jetzt dumm gebaut, weil dumm gelaufen. Aber das Ding fliegt in den Müll, das sag ich euch. Müll. Ist das die Mitte? Ja, ne? Hier kommt ein schönes, fettes Dreierfenster, Panoramafenster hin. Kannst du mal hingucken. Hier so ein fettes Fenster kommt da hin. Geil. Mit geilem Ausblick nach da draußen. Ach, schön. Hier können wir theoretisch gesehen auch links und rechts ein Fenster hinsetzen. Wenn das geht. Verdammt. So. So, hier mal. Oh, hier machen wir erstmal zu. Das liegt hier rum. Hier machen wir erstmal zu. So. Ich weiß, da kommen bestimmt auch ein, zwei Fenster hin.
Das passt schon. Ne, wir haben nicht neu angefangen. Nur für einige, die sich das vielleicht fragen. Wir haben nicht neu angefangen. Das ist einfach nur unsere kleine Knöpfchenwelt, ne, wo wir hingehen, wenn wir zur 1.18 beziehungsweise eher doch 1.18 wollen. Zu den neuen, fetten Höhlen. Und ich will hier einfach nur einen kleinen Unterschlupf haben, wo man, ne, kurz unterkommt, wo man was machen kann und so, ne. Deswegen, ja, weiß ich Bescheid. Ich mache hier mal Fensterblöcke rein. Und hier auch. Es ist fach. Ja, weiß ich Bescheid. Schwierig. Schwierig. Knöpfe gesagt. Foximilian, du kleines Ferkel. Was sind das für Türen? Ach, die sehen ja eigentlich auch ganz hübsch aus, ne? Oh, machen wir die hier mal weg. Ach ja, guck mal. Wie hast du das mit dem Portpunkt gemacht? Das ist ein Command-Block. Das ist ein Command-Block. Einfach mal googeln. Command-Block und dann Teleport oder sowas. Da findest du easy Anleitung dann. Und das hab sogar ich hingekriegt, ne? Also kriegst du das bestimmt auch locker hin. Ja, ich sag mal, für so eine kleine Terrasse ist das schon okay hier oben, oder? So ein kleines Fensterchen. Hier können wir schon rausgucken, das finde ich ganz nice. Sieht ganz hübsch aus da draußen. Wie gesagt, ich nehme absichtlich Blöcke, damit wir halt hier, ne, und so, damit das hier schön aussieht. Leider kann man Scheiben nicht ganz vorne an die Ecke machen. Wäre natürlich heftig nice, wenn das gehen würde. So. Ich meine, das hier können wir wegmachen, theoretisch gesehen, ne? Ich mach das mal weg. So. Machen. Wie gesagt, einen anderen Boden wäre nice. Müssen wir mal gucken, was wir da nehmen. Aber das sieht sonst so... Alles das gleiche Holz. Hier ist es nicht mal das gleiche Holz hier. Das ist ja... Oh Gott. Wer war das denn? Wer hat das denn zu verantworten? Ach komm, da kannst du hier schön stehen und den Sonnenuntergang gucken. Ach toll. Hübschi, hübschi, hübschi. Können wir sich noch einen schönen Tisch hinsetzen? Warte mal. Hier mit Tropenholz. Ne? Machen wir uns hier einen schönen Tisch. So, schön in der Mitte. Total in der Mitte. Pure Begeisterung. Ich weiß nicht, baut man in Minecraft so noch Tische? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht gibt es ja mittlerweile die super abgespacede Top-Variante. Ich baue die jetzt einfach mal so. Keine Ahnung. Was Dekoration angeht, bin ich halt voll der Low-Bob irgendwie, ne? Where do we have... Ah, hier. Was haben wir denn da Schönes? Was sieht denn nach Tisch aus? Das hier, oder? Ich habe keinen Platz mehr. Ich lasse mal die Tür hier. Schenke ich dir. Kennst du was von Kaufe, gell? Kannst du was von Kaufe? Ach ja. Boink. Oh, es dünkelt. Gute Nacht. So. Hier. Keine Ahnung, wie man die sonst bauen könnte. Ich baue meine Tische schon immer so. Ich weiß es nicht. Mit Teppich. Okay. Teppich. Nein. Oder Falltüren. Ja, stimmt. Falltüren wäre auch noch gegangen. So.
Ich bin's, Deko Tobi. Oh Gott. Oh Gott. Warte, ich muss mich leider wieder früher verabschieden. Die Möglichkeit reibt sich um. Danke für den entspannten Abend, lieber Tobi im Chat. Schlaf gut, alle, bis morgen. Fox, easy peasy. Mach dir keinen Stress. Mach dir keinen Stress. Wir machen heute auch nicht allzu lange. Tobi hat heute ein bisschen Kopfschmerzen. Dementsprechend mach dir keinen Stress. Dankeschön fürs Zuschauen natürlich. Und bis morgen. Ne? Fox, schlaf gut, aber. Ja, wie gesagt, ist jetzt nichts Besonderes hier. Ne? Wie baut man nochmal? Diese Ecke gefällt mir halt aber immer noch nicht. Ne? Vielleicht würde mir die Ecke besser gefallen. So abgerundet. Pass mal auf. Vielleicht haben wir auch noch deshalb genau zwei von denen übrig. Nee. 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 Das auf gar keinen Fall. Das macht mein Herz nicht mit, ne? Das macht mein altes, runzliges Herz macht das nicht mit. Ne, dann lass es lieber so. Dann lass es lieber so. Okay. Ja, ich meine, wir könnten jetzt hier noch ein bisschen dekorieren mit Blumen und so, ne? Das würde schon gehen. Wir bräuchten halt jetzt ein Dach. Die Geschichte mit dem Dach. Haben wir nicht? Wir haben doch super viel Ton gefunden, ne? Wie meint ihr, würde sich ein Ziegeldach jetzt hier drauf machen? Meint ihr, das könnte nach was aussehen? Ja, ne? Könnte man hier mal probieren. Achso, stimmt, warte mal. Genau, wir können probieren. Ach, scheiß drauf. Ne, wir lassen es so, wir lassen die Ecke so. So, mal, ich pack mal ein bisschen was hier rein. Wir müssen uns mal ein bisschen Ton drüben holen. Ich müll die ganzen Kisten schon wieder voll, ne? Merkt ihr das? Nice, wir müssen das auf jeden Fall gleich noch von da drüben hier rüberschleppen. So viel steht fest. Das kann da nicht bleiben, das geht nicht. Ich sag, oh, ich will doch keine Kiste haben, nicht? Und ja. Und dann so eine Nummer. So, warte mal, wie war das mit dem Ton? Wie kriege ich die Ziegel da raus, indem ich das jetzt in den Ofen packe, ne? Ich muss die Klumpen in den Ofen packen. Die Heidi-Klumpen. Okay. Gott, das ist mir eine halbe Ewigkeit beschäftigt. Das heißt, wir müssen jetzt auch hier bleiben, damit das halt hier auch brennt, ne? Soll ich dir mal ins Auge drücken? Das brennt auch. Wenn wir jetzt in eine andere Ecke gehen, dann brennt das ja nicht mehr. Aber ich kann hier vielleicht gerade mal ganz kurz Inventar aussortieren. Das ist vielleicht keine schlechte Idee. Ein bisschen Holz hier lassen. Warte mal, hier kommt, zack. Wenn wir gerade schon hier dabei sind. Zäune hier. Droppenholz. Haben wir noch nicht. Sehr gut, sehr gut. Hier umtreppen. Haben wir ja auch noch nicht. Interessant. Tropenbaum. Okay, hat man ein bisschen noch was. Heidi Klumpen, ich werd verrückt. Ja, klar. Das ist mein Ding. Chewy, danke schön für deinen Prime-Sub. Vielen, vielen Dank. Herzlich willkommen. okay, pass auf. Eisen lasse ich auch wieder hier. Was haben wir denn da mitgenommen? Kakaobohnen. Ich glaube, da Kakaobohnen, die müssen aber hier irgendwie, ne, wo machen wir die hin? Wachsen Kakaobohnen nur am Baum? Okay, das heißt, wir können sie nicht bei unserer Mühle anbauen. Das ist tatsächlich ärgerlich, in der Tat. Ja, das ist, finde ich nicht gut. Finde ich nicht gut.